und dann neue Monster reinpacken, weil ich gehe wahrscheinlich zum LSPD. Ich meine LVPD. Ich habe vor, zum LVPD zu gehen und da werde ich mir Police Mods natürlich reinpacken. Es dauert einfach ewig und das ist ziemlich nervig, immer mit W drücken, W loslassen, W drücken, W loslassen. Aber da ist schon das Parkhaus. Haribo King. So, ich denke, wir haben es gleich geschafft. Gratulation, du hast bestanden. Deine Lizenzen kannst du mit /Lizenzen ansehen. Lizenzen, genau. Lizenzen. Bam. Lizenzen. So. Fahrlizenz, ja. Pilotenlizenz für Helikopter, nein. Waffenlizenz, nein. Wo kriege ich einen Job her? Gibt es das auch hier? 50.000, habt ihr eine Macke? Nee. Ach, der Bug ist nicht mehr da. Schön. Weil ich hatte, als ich hier das erste Mal war, den Bug, dass immer mein Auto oder mein Bike halt despawned ist, wenn ich in einem Haus drin war. Und das nächste, was ihr machen solltet, unbedingt zur Bank. Macht euch direkt zu Start ein Bankkonto. Weil wenn ihr das nicht tut und das verpennt, dann kriegt ihr keinen Zahltag und das ist ziemlich kacke. Dann, ja, gucken wir nachher, was wir für einen Job machen. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ich so für Jobs zeigen soll. Ein Kumpel von mir hat mir schon gesagt, was ich so machen soll. Das werde ich auch machen. Ich werde, denke ich, alle Jobs mal durchzeigen, wie die halt funktionieren und alles, weil die sind richtig geil gemacht. Also der Pilot ist verdammt geil. Ich habe den richtig gesuchtet, als ich hier zum Testen drauf war. Und ja, richtig episch. Also Pilot kann ich nur empfehlen. Verdient man sehr gut und macht Spaß. Also Spaß ist relativ gut im Verdienst und ist nicht allzu langweilig. Man hat was zu tun. So, dann gehen wir doch mal kurz in die Bank rein. Du bist im Moment kein... Ja. Die 10.000 behalte ich erstmal, weil ich glaube, die brauche ich noch als Neuling. Ja. Deine Kontonummer lautet 1807051. Okidoki. Dann /Stadtplan. Plane, genau. Wohnungen. Wohnungsblock. Schild. Und dann... Ich dachte, das wäre so ein Sandhaufen. Komm schon, Baby. Komm. Aber es war eine massive Betonwand. Hui. Und hier wird es eine Weile dauern, bis ihr ein Auto habt, weil ich kann euch gleich die Autopreise mal zeigen. Die sind relativ hoch und man verdient nicht allzu schnell die Kohle. Außer man ist natürlich in der Fraktion. Dann geht es ein bisschen fixer, aber als Pilot zum Beispiel, nur als Nebenjob und das Haupt, also als Fraktion ist man noch nirgends, dann dauert es verdammt lange. Moin. Wer war das? Ich habe nur einen Euro gesehen. So.
und bam. Da sind wir. Dieses Haus ist frei. Ja. Wohnung erfolgreich angemietet. Und jetzt joinen sie alle, die User. Stadtplan. Und dann haben wir Jobs. Was soll ich zeigen? Was wollt ihr sehen? Busfahrer. Hat mir ein Kumpel gesagt, will er mal sehen. Das ist das Geile an einem Bike. Also so ein BMX. Da könnt ihr einfach überall lang jumpen, wo ihr gerade durch wollt. Und müsst nicht auf die Straße achten. Also ihr könnt hier wirklich überall durchspringen. Und das ist einfach cool. Für Cops ein bisschen nervig, wenn der Verfolger überall durch die Prärie jumpen kann, aber da muss man das halt verbieten während der Verfolgung, dass man das denn nicht darf und dass die Cops dann halt auch dementsprechende Maßnahmen treffen dürfen. Weil es ist ziemlich unfair, wenn einen die Bullen mit dem Streifenwagen verfolgen und der Typ jumpt einfach mal instant davon. Ich weiß nicht, oh, ich habe ein Warning, ich habe Warning Codes bekommen. Ich weiß nicht, ob das unter Bunny Hop zählt. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, ob Jumpen mit dem Bike unter Bunny Hop zählt. Geile Tanke. Also der Server ist richtig episch. Muss ich schon sagen. So, und da nehme ich wahrscheinlich den Job an, ne? Alt für mehr Infos. Hier kannst du du Busfahrer werden. Für diesen Job benötigst du keine besonderen Streckenkenntnisse. Es müssen einfach nur die Checkpoints abgefahren werden. Ja. Glückwunsch, bist du ein Busfahrer. Die Befehle kannst du unter /Job einsehen. Viel Spaß. Okay. Nicht einsteigen. Hä? Ach, man muss hier Kaution bezahlen, das ist geil. /Job. Ne. /Job. Info. /Dienst. Linie 1. /Job, was gibt's noch für Befehle? /CB. CB. Ja gut, dann fahren wir mal Bus, ne? Linie 1. LV Ring 1. Mal gucken, wie viel wir verdienen. Oh, und übrigens, rechts oben, der Schriftzug Hunger ist gelb. Heißt, ich habe Hunger. Ist er rot, dann wird, dann verliert er ständig Leben. Das ist auch geil gemacht, dass ihr hier verliert den nicht mehr auf dem alten Server, also wie auf dem anderen Server, wo ich auch schon war. Wird ihr nicht einfach direkt leben, ihr verliert einfach Hunger. Und wenn ihr halt eine Zeit nichts esst, verliert ihr halt Leben. Bounce. Nee. Ja, der ist ganz gut. Mich würde es echt mal interessieren, wie viel wir verdienen. Aber ich fahre jetzt einfach mal das hier ab. Dann sehen wir jetzt, wie viel ich verdiene. Guten Tag, Xenon. Ach, das ist ein News Reporter bestimmt.
Yep. Nee. Creative Tech. T/Admins. Ne. Kimo Wayne. Wayne interessiert. Drum. Nee. Nee, ich bin jetzt am LP'n. Ich kann nicht am Event teilnehmen. Bitte eine SMS. Ach stimmt, ich muss mir noch ein Handy kaufen. Mit der Ladekarte. Die Leute sollten ihre Fahrzeuge jeweils wieder wegräumen, wenn sie sie nicht mehr brauchen. Weil ich weiß nicht, wie lange der Army-Wagen hier schon rumsteht. Aber es ist eine Weile. Ja, ist auch witzig. Wisst ihr, ich habe bei Fraps eigentlich eingestellt, dass ich 30 FPS haben will. Ich habe 90. Weil, wenn das andersrum wäre, dann hätte ich viel kleinere Dateien, womit ich viel schneller, also wo ich schneller rendern könnte, schneller hochladen, aber Fraps sagt, nö, ich nehme dir einfach mal ein bisschen Zeit, du lässt länger hoch und renderst länger. Und ja. Finde ich nicht Bombe. Ich habe auch heute schon 3 Stunden lang Need for Speed Pro Street aufgenommen. Und ja, muss sagen, ich bin sehr motiviert. Und ich wurde auch darauf angesprochen, dass ich Thumbnails einsetzen soll. Die Probleme ist, das können nur YouTube-Partner. Ich kann sehr wohl ein Thumbnail auswählen von den 3, die mir vorgeschlagen werden. Aber ich kann kein eigenes hochladen. Das geht nur als Partner. Und so sieht der EMB aus. Geil. Du. 60 FPS, okay. Ja, der EMB frisst 30 FPS. Ist aber auch ganz okay. Habe ich jetzt noch 60 FPS. Liegt auch an der alten Engine, die halt hier drauf ist. Das sind jetzt 30 FPS, die ich haben wollte. Es läuft immer noch einigermaßen flüssig. Und jetzt sind es wieder